Mein privater, persönlicher Geheimfavorit, obwohl es natürlich sehr, sehr schwer werden wird gegen den siebenfachen Ex-Weltmeister im Vierertisch, Andreas Grieb. Gennady Masur, Rückschläger im roten Trikot, spielt gegen Sorau. Der ist auch nicht von schlechten Eltern, aber liegt im ersten Satz schon klar hinten. Und es sieht nicht so aus, als ob er den vielen technischen Tricks und Spielereien und genialen Bällen von Masur wirklich was der entgegensetzen kann. Der wirkt auch noch ziemlich fit. Weiß man natürlich, dass der durchtrainiert ist bis zum Ende, Gennady Masur. Und schon hat er nicht mehr die Kraft für einen Aufschlag, oder wie? Netz war es, meines Erachtens. Schiedsrichter hat es nicht gesehen und ich habe schlechte Augen, wie man weiß. Also, 7 Satzbälle. Es geht auf 3 Gewinnsätze hier. Andreas Grieb ist schon durch, hat 3:0 gespielt gegen Marcel Friberger. Hat sich gut verkauft, starkes Turnier gemacht, super gespielt, in den Gruppenspielen toll gekämpft. Aber hat wohl auch nicht die Trainingsmöglichkeiten, um sich in dieses Spiel so reinzuspielen, dass hier noch mehr gehen könnte, vom Talent her auf jeden Fall. Denkt man, da wird noch ein bisschen getrickst zum Ende des Satzes. Muss man aufpassen, dass man nicht plötzlich ein 10-10 hat. Aber er ist die Situation gewöhnt. Gennady Masur durch die Vorgabeturniere. Ein Leberkästturnier, das legendäre Turnier immer Heilig Drei König, 6. Januar beim TSV Stein. Da muss er ja manchmal bis zu 8 Punkte vorgeben. Und das kann er auch so mal ein für die Galerie spielen und gleichzeitig wieder sich vorarbeiten nach einem Riesenrückstand. Schiedsrichter am Tisch, das ist der junge Mann, der auch das Turnier organisiert hat. Marius Bernd hat auch ein tolles Turnier geliefert. Ausgeschieden gegen Sannert heißt wohl der Spieler. Der erste Satz etwas unglücklich, er kam spät rein, war gleich 4-8 hinten. Hat dann genial aufgeholt auf 10 Byte und so komisch wie das manchmal ist, dann wieder 2 relativ vergleichsweise schwächere Spiele Bälle gespielt zum 10-12. Ganze Aufholjagd umsonst. Und ab dem zweiten Satz hatte ich so den Eindruck, da haben ihn dann ein bisschen die Kräfte verlassen und mit den Kräften die Spielermoral. Kämpfertyp wie er ist, hat er sich immer wieder zurückgespielt, ins Spiel kam immer wieder, aber summa summarum hat es jedes Mal dann nicht ganz gereicht. So, und hier kommen wir also zu Satz Nummer 2. Sorau schlägt auf gegen Gennady Masur, TSV Stein. Entschuldigung. Ein Ball? Ball. Ja, ich habe ihn fast erwischt.
Danke. Habt ihr da was? Das ist gestern erst gelesen. Das ganz viel von diesem Leder, eigentlich Hunde und Leder ist. Ne? Auch vor allem. Ja, auch schwer. Aber du hast auch ein tolles Gesehen. Also vor 4 Monaten habe ich mal eine Woche, wollte ich gucken, ob ich vegetarisch sein kann. Hat easy geklappt, dann war ich über einen Monat komplett vegetarisch. Ich stehe auch da wieder auf so einem Berg gegen den Hund stehen. Ich habe vorher 2 Mal am Tiefberg gegessen. Ja, klar. Also, ich hasse den immer bei. Ja, ich schon. Du isst immer mehr. Dann hast du Mittag immer irgendwo Fleisch dabei. Da haben Brotzeit oder was auch immer, wenn ich das wieder irgendwo Fleisch habe. Mein Stand war, kaufe ich mir ein Mädel, das das für mich macht. Ich habe schon gemerkt, ich habe gar keinen Bock, die Leute voll zu kaufen. Ich habe 0 getan. Wirklich echt keinen Bock. Also ab und zu. Thank you.
Yeah.